Nachdem das Geburtstagslied gesungen war, blies ich die Kerzen aus. Wie jedes Jahr. Auf dem Kuchen stand in Marzipanziffern eine 50. Keiner fragte, was ich mir gewünscht hatte. Nach 20 Jahren im Zug war das einfach klar. Ich wollte, dass er anhält. Wir alle waren eines Morgens hier wach geworden, nur mit unseren Kleidern am Leib und einem Zettel in der Tasche. Und auf dem Zettel stand in gestochener Schönschrift: Tu, was du willst, aber verlasse den Zug erst an der letzten Haltestelle. An diesem ersten Morgen, da waren wir wie verirrte Schafe durch den Zug gelaufen. Wer hatte uns hierher gebracht? Warum waren wir hier? Und wer waren die anderen? Wir waren an die 50 Menschen, die sich alle nicht kannten. Wir kamen aus aller Welt. Monatelang versuchten wir zu ermitteln, warum ausgerechnet wir ausgewählt worden waren. Wir schrieben Notizbücher voll, wir erfanden Fragebögen, wir malten Tabellen und malten Poster. Aber es fand sich nie irgendein Muster. Wir waren alle zufällig ausgewählt worden. Ja, bleibt immer noch die Frage, von wem? Die wichtigste Entdeckung am ersten Tag war natürlich der Speisewagen. Jeden Morgen fanden wir Schränke und Regale gefüllt mit frischen Vorräten. Für alle gab es genug zu essen und zu trinken, selbst für Kelly, die wirklich jede erdenkliche Unverträglichkeit und Allergie hatte. In der ersten Woche versteckten sich ein paar im Abteil, um herauszufinden, wer den Speisewagen nachts wieder auffüllte. Naja, darauf folgte dann der einzige Tag, an dem wir hungrig und durstig bleiben mussten. Es gab 4 Schlafwägen, so dass jede Reisende ein Kabuff und ein Bett ihr eigen nennen konnte. Dann hatten wir 2 luxuriöse Großraumwägen, um den Tag miteinander zu verbringen, und 2 Wägen mit kleinen Abteilen, wenn man alleine sein wollte. Mein Lieblingsort war der Panoramawaggon ganz am Ende des Zugs, dessen erster Stock war komplett verglast. Ja, es gab ja nicht viel zu tun hier während der Fahrt. Keine Bücher, kein Fernsehen, kein Radio und natürlich hatte niemand ein Telefon dabei. So verbrachte ich einen großen Teil meiner 20 Jahre im Panoramawagen und ich schaute in die Landschaft. Wir fuhren durch Eislandschaften, durch dichte Laubwälder und fruchtbare Täler. Ich sah leblose Wüsten, tiefe Schluchten und endlose Steppen. Die Welt, durch die wir fuhren, war atemberaubend. Manchmal vergingen Wochen, als wären es nur Stunden. Was wir nie erreichten, war eine Stadt oder ein Dorf. Wir sahen aus dem Zug niemals auch nur ein einzelnes Haus oder eine Straße oder auch nur ein Schiff. Als würden wir durch eine Welt fahren, in der wir die einzigen Menschen waren. Natürlich blieb der Zug manchmal stehen. Es war nicht so, dass es keine Haltestellen gab. An unserem ersten Halt, vielleicht 3 oder 4 Tage, nachdem wir hier im Zug aufgewacht waren, stiegen sofort 12 von uns aus. Das ist verständlich, oder? Wir anderen, wir glotzten auf die Geflohenen durch die Scheiben des Abteils. Wir sahen, wie sie verloren neben uns standen. Wir hielten den Atem an und wir horchten auf den Zug, als wäre er ein Lebewesen. Als wäre sein Rattern und Quietschen der Atem eines Drachen. Jeder betete, dass dieser Halt der letzte Halt war und wir alle aussteigen konnten. Aber unter Ächzen begann der Zug sich wieder zu bewegen. Ganz langsam nahm er Fahrt auf, und wir sahen die Ausgestiegenen in einer menschenleeren Landschaft zurückbleiben.
Eine Frau, ich habe ihren Namen vergessen, die versuchte wieder aufzuspringen, aber sie fiel von der Plattform und blieb reglos liegen. Die anderen blickten uns nach, einige haben sogar gewinkt. Doch wir, die wir im Zug geblieben waren, bewegten keine Miene. Kleiner und kleiner wurden die Silhouetten der 12, bis sie in der Ferne nicht mehr zu erkennen waren. Wir erfuhren nie, was aus ihnen wurde. Oft vergingen Wochen von einer Haltestelle bis zur nächsten und immer wieder stiegen einige von uns aus. Manche waren sich sicher, dass eben diese Station die letzte sein würde und andere konnten die Fahrt einfach nicht mehr ertragen. Es gab auch eine Zeit, in der der Zug mehrmals am Tag anhielt, so als wäre er eine S-Bahn oder U-Bahn. Es war unser Ritual, jedes Mal dumpf zu warten, was passierte, zu horchen, ob der Drachen atmete. Jede Station könnte die letzte Station sein. Es könnte genau jetzt sein, dass unsere endlose Reise doch ihr Ende gefunden hat. Aber jedes Mal fuhr der Zug an. Eine erbarmungslose Maschine voller Menschen, die ihr ausgeliefert waren. Unser Ritual wurde hohl und leer. Wir scherten uns dann nicht mehr darum, ob wir fuhren oder nicht. Natürlich wurden wir weniger mit der Zeit. Menschen verließen uns, aber niemand stieg jemals ein. Es gab Liebesgeschichten an Bord und Eifersüchteleien und Trennungen und der ganze Kindergarten an menschlichen Gefühlen, aber keine Schwangerschaft, keine Geburt. Jetzt an meinem 50. Geburtstag, jetzt, nachdem ich seit 20 Jahren in dieser seelenlosen Maschine lebe, waren wir noch genau 11 Personen. Mich eingerechnet. Ich hatte in der echten Welt, wie wir die Zeit vor dem Zug nennen, Menschen gekannt. Ich hatte Eltern, Geschwister, eine Freundin. Ich hatte eine Vergangenheit, die mich geprägt hatte. Ich hatte eine Gegenwart, die mich erfüllte. Und ich hatte eine Zukunft, in die ich große Hoffnungen gesetzt hatte. Ich wollte immer Kinder zum Beispiel, wie meine Freundin auch. Sie hieß Anja. Oder hieß sie vielleicht Annika? Naja, ich hatte Träume, kleine Träume, zugegeben. Ein Häuschen, vielleicht. Ein selbstbestimmtes Leben. Finanzielle Unabhängigkeit von meinen Eltern. Ich glaube, ich bin in der echten Welt nicht gut mit ihnen ausgekommen. Und jetzt denke ich, es waren die großzügigsten Menschen der Welt. Jetzt sitze ich hier und ich schaue meine Mitreisenden an. Denn das sind sie. Wir sind jetzt nicht durch 20 Jahre Fahrt in dem Scheißzug zu Freunden geworden oder zu einer verschworenen Gemeinschaft oder einer Familie. Die Mitreisenden, die sind wie Klassenkameraden. Sollten wir die letzte Station jemals erreichen, dann würden wir wahrscheinlich alle unserer Wege gehen und versuchen, uns nie mehr zu sehen. Jedes dieser Gesichter würde mich nur an die endlose Qual der Fahrt erinnern. Ich würde das gleichmäßige Rütteln wieder am Hintern spüren und die Geräusche der Maschine und der Räder hören. An diesem Tag, an meinem 50. Geburtstag, ist der Zug wieder stehen geblieben. Ich sitze im Panoramawagen und habe die Landschaft mit ihren sanften Hügeln bewundert und die Berge im Hintergrund, auf deren Gipfeln weißer Schnee ruht. Das Quietschen der Bremsen hat mich aus meiner Starre gerissen. Wie aus einem Traum bin ich erwacht. War da nicht was mit Kuchen und mit 50? Ich bin aufgesprungen und die Stufen hinuntergerannt zur Tür. Dann habe ich sie aufgerissen und bin hinausgesprungen in die Landschaft, raus aus der Maschine. Oben im Waggon, da gucken drei Gesichter hinunter zu mir. Angelika, Jacques und die Frau, die immer weint und deren Namen ich nie verstanden habe. Der Zug fährt wieder an. Ich sehe ihn zum ersten Mal in seiner ganzen Länge. Ich sehe sogar die schwarze Dampflok an der Spitze.
Angelika und Jack, die klopfen gegen das Glas und sie brüllen irgendwas zu mir hinunter. Doch ich höre nur die Vögel zwitschern. Und ich genieße das Gefühl, dass der Boden unter meinen Füßen sich nicht bewegt. Ich lächle breit, als der Zug weiterfährt und am Horizont verschwindet. Ist mir ganz egal, was jetzt mit mir passieren mag. Alles ist besser, als in dieser Maschine alt zu werden und zu sterben. Alles besser, als jeden Tag das Gleiche zu fühlen, zu denken und zu spüren. Selbst wenn mich jetzt ein Blitz erschlagen würde. Das war die richtige Entscheidung. Zufrieden sehe ich den Zug aus meinem Leben verschwinden. Ich stecke die Hände in die Hosentaschen. Da spüre ich das Papier, den Zettel. Ah, das muss der Zettel sein, den wir alle am ersten Tag gefunden haben. Fühlt sich genauso an. Und die Handschrift, die ist genauso schön und genauso gestochen. Aber auf diesem Zettel steht: Wo auch immer du den Zug verlässt, ist die letzte Haltestelle.